gleich in den TV Berlin Nachrichten. Testbahnhof für neue Sicherheitstechnik. Air Berlin ändert Flugplan wegen Gepäckchaos. Und das Wetter, es bleibt trüb mit viel Regen und wenig Sonne bei Temperaturen um die 12 Grad. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, den 12. April 2017. Am Bahnhof Südkreuz beginnt voraussichtlich im dritten Quartal 2017 ein Test zur Gesichtserkennung via Überwachungskamera. Das teilte das Bundesinnenministerium mit. Der Test soll demnach bis zu 6 Monate dauern und sich auf eine Datenbank mit Fotos von Freiwilligen stützen. Diese Bilder sollen dem Abgleich mit Kameraaufnahmen dienen. Der Test ist Teil des Projekts Sicherheitsbahnhof Berlin-Südkreuz. Die neue Technik könne künftig noch bessere Ergebnisse bringen, etwa bei der Aufklärung von Straftaten, sagte CDU-Innenminister Thomas de Maizière. Für Bahnreisende sind laut Angaben leichte Ausweichmöglichkeiten vorgesehen. Zudem gäbe es umfassende Hinweise auf den Test und umfassende Löschpflichten. In einem weiteren Test am Südkreuz geht es um Analysen von Bildern aus Videokameras, um Gefahrensituationen automatisch zu erkennen. Als Beispiele wurden herrenlose Gegenstände und hilflose Personen genannt. Ein Zeitraum für diesen Test wurde nicht genannt. Die anhaltenden Probleme mit der Gepäckabfertigung am Flughafen Tegel zwingen Air Berlin, 2 neue Direktverbindungen in die USA vorsichtshalber zu verschieben. Die Langstreckenflüge nach San Francisco und Los Angeles sollten ursprünglich Anfang Mai starten. Nun werden sie erst ab Mitte und Ende des kommenden Monats angeboten, teilte Air Berlin am Mittwoch mit. Der neue Bodenverkehrsdienstleister Aeroground könne die Zeit nun nutzen, um seine Abläufe zu verbessern. Betroffene Passagiere würden einstweilen auf Flüge über Düsseldorf umgebucht. Die seit Jahren kriselnde Airline hatte am 26. März den Dienstleister am Berliner Flughafen gewechselt. Seitdem müssen etliche Kunden auf ihr Gepäck warten. Nach dem Einbruch in ein Gymnasium in Stuttgart bekommen auch die Berliner Schüler neue Matheaufgaben für die schriftliche Abiturprüfung. Rund 10.000 Schüler in Grund- und Leistungskursen seien davon betroffen, sagte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Bildung am Mittwoch. Unbekannte waren in der Nacht zum Dienstag in ein Stuttgarter Gymnasium eingebrochen und hatten einen Tresor mit den aktuellen Abituraufgaben geknackt. Die Täter stahlen die Bögen zwar nicht, öffneten aber die Umschläge mit den Aufgaben der Englisch- und Matheprüfung. Zwar stellen die Länder ihre Abiturprüfungen nach wie vor selbst zusammen, die Fragen stammen allerdings aus einem gemeinsamen Pool aller Länder. Der ADAC warnt vor dichtem Verkehr und Staus zu Ostern in der Region Berlin-Brandenburg. Gerade am Gründonnerstag sollten Autobahnen und Ausfallstraßen in und um Berlin gemieden werden. Laut ADAC entspannt sich die Lage erfahrungsgemäß bereits am Karfreitagvormittag. Betroffen seien vor allem die Strecken Richtung Nord- und Ostsee sowie die A9 und A13 nach Süden. Zusätzlich behindern zahlreiche Baustellen den Verkehr. Große Sorgen bereitet uns vor allem die Baustelle zwischen Dreieck Potsdam und Dreieck Nutetal auf der südlichen A10. Hier stehen zwar ab Gründonnerstag wieder 3 Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung, dennoch kann hier schon ein kleiner Bagatellunfall zu erheblichen Behinderungen und eben entsprechend Staus führen. Auch auf der A19 Richtung Rostock, Höhe Petersdorf, gibt es eine Großbaustelle. Da empfehlen wir allen Reisenden, die zur Ostsee wollen, lieber eine Umfahrung über die A20 und die A11 zu prüfen oder über die umliegenden Bundesstraßen. Für die Rückreise empfiehlt der ADAC, am Montag so früh zu starten, dass man vor 16 Uhr in Berlin ankommt oder, wenn möglich, erst am Dienstag die Heimreise anzutreten. Familienrenntag in Hoppegarten. Am Ostersonntag startet zum 8. Mal das Rennen um den traditionellen Preis von Dahlwitz. Der Renntitel gilt als Aufgalopp für Grand Prix-Pferde. Um die Rennpreissumme von 27.000 Euro bewerben sich auch in diesem Jahr wieder hochklassige Pferde, von denen einige schon in wesentlich höher dotierten Rennen unterwegs waren. Neben den sportlichen Höhepunkten wird am Renntag auch ein umfangreiches Familienprogramm geboten. Neben den üblichen Dingen wie Ponyreiten, was natürlich auf einer Rennbahn nicht fehlen darf, gibt es Dinge wie die Ostereiersuche in Berlins schönstem Heuhaufen haben wir organisiert. Wir haben einen großen, wir haben kleinen Osterhasen, wir haben einen großen Osterhasen. Wir haben Pferde, die bemalt werden können, die nachher wunderbare Bilder abgeben. Wir haben ein großes Trampolin für die Kinder besorgt, wo man sich selber mit in die Luft schießen kann. Also wir sagen, da werden nicht nur die Herzen, sondern auch die Kinder in die Höhe schnellen. Wir haben Aquabälle. Das ist das erste Mal, dass wir das in Hoppegarten haben. Haben ein reichhaltiges kulinarisches Angebot, was die ganze Familie anspricht. Und deswegen
ist eigentlich, man kann sich kaum einen besseren Ort an Ostern vorstellen als die Rennbahn. Europas ältester Gorilla feiert Geburtstag. Fatou wird am Donnerstag 60 Jahre alt. An ihrem Ehrentag wird der Zoo die Gorilladame mit allerhand Leckereien wie Ananas, Bananen, Weintrauben und Löwenzahn verwöhnen. Fatou kam unter kuriosen Umständen nach Berlin. Nachdem ein trinkfester Matrose den kleinen Gorilla als Zahlungsmittel in einer Gastwirtschaft im französischen Marseille einsetzte, kam sie im zarten Alter von 2 Jahren im Gepäck der Gastwirtin in den Berliner Zoo. Seit nunmehr 50 Jahren gehört die Gorilladame zum Zoo Berlin und reiht sich damit in eine Reihe von berühmten langjährigen Zoobewohnern wie Bobby, Bulette und Co. ein. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat den Kollegen von Borussia Dortmund in Form von Manager Michael Preetz das tiefste Mitgefühl ausgedrückt. Das Team von Trainer Thomas Tuchel war am Dienstagabend auf dem Weg zum Stadion durch 3 Explosionen am Mannschaftsbus attackiert worden. BVB-Verteidiger Marc Bartra wurde schwer am Handgelenk verletzt und musste zur Operation in eine Klinik gebracht werden, befindet sich aber aktuell auf dem Weg der Besserung. Im Zuge der Ermittlung ist bisher ein Verdächtiger festgenommen worden. Ein islamistischer Tathintergrund wird nicht ausgeschlossen. Wir haben die Geschehnisse gestern Abend, denke ich, wie alle anderen natürlich verfolgt. Und sie haben uns, glaube auch wie alle anderen, sehr bewegt in Fußball Deutschland. In solchen Situationen, denke ich, ist es auch völlig egal, wer welches Vereinsemblem trägt. Da geht es am Ende um Solidarität und um Zusammenhalt in der gesamten Fußballfamilie. Wir wünschen dem BVB heute Abend und im Hinblick auf das Spiel, dass sie die Ereignisse einigermaßen verarbeiten können. Zu dem gesamten Sicherheitsteil kann man sicherlich eins festhalten. Wir stehen nicht zuletzt seit den Ereignissen in Paris, in Hannover und auch im Dezember natürlich hier in Berlin hinsichtlich unserer Veranstaltungen in einem permanenten und intensiven Austausch mit den zuständigen Sicherheitsbehörden. Denn die Sicherheit aller Beteiligten rund um ein Fußballspiel genießt natürlich höchste Priorität und alle Maßnahmen diesbezüglich treffen wir in Absprache mit den Sicherheitsbehörden. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es dicht bewölkt, dafür aber trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 8 Grad. Am Donnerstag können wir uns immerhin über 3 Stunden Sonne freuen. Ansonsten zeigt sich der Himmel bedeckt und es kommt vereinzelt auch zu Regenschauern. Die Höchstwerte bewegen sich um die 12 Grad und es weht kräftig, teilweise auch stürmisch, aus westlichen Richtungen. Und der Ausblick, die Chancen auf sonnige Ostern sind mehr als schlecht. In den kommenden Tagen hat die Sonne nahezu keine Chance. Bis einschließlich Ostersonntag bleibt es dicht bewölkt und regnerisch und das alles bei Temperaturen, die auch nicht gerade zum Osterspaziergang einladen. Am Karfreitag liegen sie bei 12, am Samstag bei 10 und am Ostersonntag bei 11 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.